dazu. Wie heißt das, die Pflanze, hast du gesagt? Pitta. 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 P-I-T-A. Ist das schon gut? Pitta. Aus der Pflanze machen wir Schnüre, wenn man es dann hinfühlt. Ja, es muss. Doch. Ach, hey. Das muss jetzt da rausgeholt werden. Das hat so eine Schicht. Kann ich auch mal? Ja, du kannst dann auch immer so schauen, ob es wirklich geht mit dem Hof. Mit dem so, es muss vielleicht was schälen. Ja. Die muss. Mach ich das? Aber eben, ist scharf. Ah, da kommen doch schon die Federn. Jawohl, genau. Wenn es eben zu scharf ist, dann schneidet es ab. Das macht man eigentlich aus einem Bambus. Ah ja, der ist scharf, kann ich. Genau. Ja. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob ich schon habe irgendwo. Ich muss mal schauen gehen. Nicht gegen oben, nur drunter. Nur drunter. Ja, nur so. Nein, nicht hoch auf. Sonst. Wow, hübsch, ja. Das sind Bärle, oder was? Nein, da kann man Schmuck draus machen. Und was ist das? Das ist eine Liane. 6 so hoch, also dort habe ich auch. Das hat er mir auch runtergehackt. Und die sind ganz wertvoll. Also die sind die Indianer, und hier hat man den Brauch, wenn ein Baby geboren wird, ja, dann zieht man ihm gerade so eine Kette an. Das, ja, ist gegen den schlechten Blick. Ja. Ah, dann bist du nett, wenn du diese Kette anhast. Dann können sie mir kein nichts Böses tun. Und da musst du Löcher reinbohren, oder, ja, was? Oder machen die das direkt mit der Nadel? Die sind hart, ja? Ja. Und die sehen schön Glück aus. Von da oben, ganze Büschel ein bisschen, muss ich nur an manchen Stellen sauber machen. Das sind irgendwie Pferdehaare. Ja, schon, gell? Aber? Ja, ist schon mal gut, oder? Das wird auch noch ein bisschen. Ja. Ja, schnell das noch mal machen. Ja. Ja. Ah ja, das schneiden wir jetzt auch nicht ab. Das einfach, also gut ziehen. So. Jetzt haben wir da ein bisschen. Und dann. Aber das sieht schon sehr gut aus. Ne? Wir brauchen nachher nur etwa so ein paar davon. Okay. Was ist das, Mama? Ha, eine Raupe, sagt dann aus der wird der Morphus. Der große, tolle, blaue Schmetterling, den ich nur ganz kurz erwischt habe bisher. Zum Filmen. Tut man es rollen. Das wäre so eine schöne Waldorfbeschäftigung, ganz im Ernst. Ich mache ja ein Walddorf. Ein Walddorf. Ein Indianerwalddorf. Das, also, wenn man was hier die Kinder lernt. Also das sind die Blätter von Indigo Blau und das ist Türkis. Und die hat man einfach mit heißem Wasser aufgebrüht. Und das ändert sich dann in Blau noch, richtig? Und das ist Türkis, man sieht da ja schon die Farbe. Bin ich gespannt. Jetzt habe ich hier mein Schnürchen da rein und jetzt, also so sieht es aus. Und das kommt jetzt da rein und wird gefärbt. Und wie mache ich das jetzt? Die Bärle verdrücken oder was? Kannst du zuerst ein bisschen, ja, verdrücken mit der Schnur und dann die Schnur so durchziehen. Und wie heißt die? Oh, es schnupfelt auf. Ja.
Wie heißt die Frucht? Ich hab das. Das halt dann hier halten, damit ich. Ah, das ist die Achote. Achote? Ich hab mein T-Shirt gefärbt. Jetzt sieht es wirklich schön rot. Ja, sieht super aus. Das geht dann auch nicht mehr weg, wenn es noch trocken ist, dann geht es eigentlich nicht.